Hallo zusammen, willkommen zum neuen Milvit. Ich habe euch letztes Mal versprochen, dass ich euch das mal erklären werde, wieso oder wie das ich von der Infanterie zur Sanitätstruppe gekommen bin. Es ist so, dass ich in einem alten Milvit mal erwähnt habe, dass ich bei der Sanitätstruppe bin inzwischen. Ich aber vorher immer von dieser Infanterie erzählt habe. Dann haben zwei Leute gefragt, du, wie bist du eigentlich von der Infanterie zur Sanitätstruppe gekommen? Den Wechsel hast du nie nicht erklärt. Ja, und das stimmt. Ich habe den wirklich nie erklärt. Und darum kommt jetzt da ein Video dazu. Check it out! Eigentlich von Anfang an schon wollte bei der Sanitätstruppe meine Rekrutenschule oder einfach meine Militärkarriere starten oder absolvieren. Bei der Aushebung hat es dann aber geheißen Infanteriesicherungssoldat. Ich habe dann das angenommen, bin in die RS gegangen, habe die Unteroffizierschule dort gemacht und dort hat es angefangen. Ich hatte dort bereits die ersten Probleme mit dem Knie oder mit den Knie. Zuerst nur das Rechte, irgendwann hat das Linke auch noch angefangen. Bin dann eigentlich auch immer wieder aufs K angegangen. Krankenabteilung, bin wieder aufs K gegangen und habe das gemolden. Ich habe Creme bekommen, Schmerzmittel. Ich habe so eigentlich die Unteroffizierschule durchgestanden. Und relativ schmerzlos konnte ich dann auch mein Abverdienen machen. In der VBA als Gruppenführer, also als Wachmeister, ist es etwas schwieriger geworden. Die Schmerzen sind wieder stärker geworden. Aber ich wusste, die VBA ist gleich fertig. Also, es ist eine absehbare Zeit und so habe ich mich halt dort durchgekämpft. Ich bin dann aus der VBA rausgekommen als Wachmeister und bin dann ins Zivile zurückgekommen, habe wieder angefangen zu arbeiten, bin relativ gleich in WK eingestiegen, habe den Gast-WK gemacht bei der FLAP. Und liebe Grüße an Kadi da draussen, ich vergesse dich wirklich nie mehr, weil du bist definitiv der beste Kadi gewesen, den ich hatte. Und ja, also auf jeden Fall zurück zum Thema. Auf jeden Fall bin ich dann im WK gewesen und habe gefunden, ich aspiriere zum Offizier. Ich habe dann gehört, dass ich eben nicht kann, irgendeine Truppengattung ändern oder wechseln kann, dass ich eigentlich dort muss meine OS absolvieren muss, wo ich meine Rekrutenschule und auch Unteroffizierschule gemacht habe. Ist für mich eher so ein Schlag ins Gesicht gewesen, weil ich dachte, ja super, eine Infanterie-Offizierschule, das schaffe ich never, never, never. Ich habe mich ein bisschen, ja, gesträubt innerlich, aber ich habe das gegen aussen nicht wirklich gezeigt, weil der Kadi hat sich wirklich so eingesetzt für mich. Jetzt habe ich auch gespuddert. Der Kadi hat sich so eingesetzt für mich, dass ich das ganze Auswahlverfahren machen kann. Und dann hat er auch, den Obersten organisiert, der mit mir da die Selektionierung gemacht hat. Und schlussendlich hat es geheißen, okay, grünes Licht, sie können die OS. Ich habe dort schon versucht, als ich es okay hatte, irgendwie, dass ich das wechseln kann, dass ich zu den Logistiktruppen, sprich zu den Sanitätstruppen, weil die Sanität ist ja in der Logistiktruppe drin. Dass ich dort wechseln kann. Dort war der Wechsel nicht möglich. Ich habe dort wieder das Gleiche zu hören bekommen in Bern. Ja, hören Sie. Das Problem ist, dass Sie bereits eine Infanterie RS und eine Unteroffizierschule absolviert haben. Darum ist es eigentlich gegeben, dass Sie auch eine Infanterie Offizierschule absolvieren. Okay, ich bin dann in die OS gegangen, hatte dort wieder Probleme mit dem Knie. Nebenbei musste ich natürlich auch noch einen Leistenbruch haben, der mich auf dem 100er relativ scheiße ausgesehen hat. Auf jeden Fall habe ich dann nach dieser OS meinen Zug bekommen, weil auch dort ein Wechsel wieder nicht möglich war. Was heisst, ja, nein, wir haben dort schon zu viele Zugführer in den Sanis und bei der Inf haben wir zu wenig. Nein, das ging nicht, das ist nicht möglich. Gut, okay. Bin ich halt geblieben, habe dann einen Zug bekommen und der Zug war relativ cool, ein riesen Zug. Leute, das war ein Mordszug. Und am Anfang waren es 68 Rekruten und 4 Gruppenführer. Es sind zwar relativ schnell ein bisschen weniger Rekruten geworden, es waren dann irgendwann mal nur noch 60. Aber weil 8 auch rausgefallen sind, irgendwelche Gründe. Aber es waren relativ viele und ich habe aber den Zug super gut gefunden, ich hatte ihn sehr gerne. Ich hatte auch dort eine Frau in diesem Zug und das hat mich irgendwo besonders gestärkt. Ich habe gefunden, hey, genau dort, wo diese Frau jetzt steht, genau an diesem Punkt bin ich auch einmal. Und ich habe für mich gedacht, okay, ich ziehe es durch, ich beiße durch, weil irgendwo sieht mich die Frau auch als Vorbild. Hat sie mir auch mehrmals gesagt, sie schaue eigentlich zu mir auf. Und will eigentlich einfach nur die RS überstehen. Weil auch sie hat es nicht sehr einfach gehabt. Sie hat es sehr streng gehabt. Und sie ist noch kleiner als ich und noch leichter als ich. Und
ich hatte dann irgendwann einfach immer mehr und mehr Knieprobleme und musste einfach sagen, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr geht. Und dann habe ich gefunden, okay, ich breche ab. Ich habe dann aber abgebrochen und nicht, also nein, wie soll ich sagen, ich habe dann nicht aufgehört, um nicht mehr zurückzukommen, sondern ich habe einfach aufgehört, um wiederzukommen, um wieder in einer anderen RS zu starten. Und ja, bin dann nicht UT oder so geworden, aber wie gesagt, ich konnte einfach unterbrechen oder abbrechen und dann nochmal anfangen bei der RS, in dem Sinn, als Zugführer. Ich hatte das auch gemacht, habe relativ schnell gewusst, so, jetzt bin ich draußen, jetzt kann ich es noch einmal in die Hand nehmen. Die Offizierschule habe ich ja abgeschlossen, jetzt kann ich wechseln. Ich habe dann wirklich nochmal einen Antrag gestellt, habe ganze diverse Briefe geschrieben und Bestätigungen und erklärt, wo mein Berufsziel liegt, was ich genau vorhabe später. Ich habe das alles versucht, irgendwo möglichst nachvollziehbar aufzuzeigen. Und Bern hat dann relativ schnell reagiert und mir innerhalb von 2 oder 3 Wochen, das ist schnell, ja, das ist sehr schnell, einen Bescheid gegeben und hat gesagt, okay, gut, wir teilen sie um, sie kommen zu Sanis. Und das war für mich so ein Gewinn. Ich habe echt gefunden, yes, super, endlich. Und ja, so bin ich bei der Sanis gelandet. Und dann war es so wie, ich habe im Herbst 2012 meinen Zug in Empfang genommen, in Airolo unten, bei der San RS 42312. Und es hat eine gute Zeit gestartet. Ich habe wirklich sehr gute Erfahrungen von diesem Zug mitgenommen. Ich sehe diesen Zug jetzt noch fast jährlich. Jetzt letztes Jahr haben wir uns nicht gesehen, dieses Jahr haben wir uns wieder gesehen, wir haben ein Zugstreffen gehabt. Und ja, ich denke immer sehr gerne an diese Zeit zurück mit denen. Und das ist der Zug, der mir am nächsten liegt. Ich hatte inzwischen 5 Züge gehabt. Ja, 5 Züge hatte ich. Und muss sagen, das ist der Zug, der mir am meisten und am nächsten am Herzen liegt. Weil ich einfach mit denen von A bis Z jeden Scheiß durchgemacht habe, auf Deutsch gesagt. Und ja, ich denke wirklich sehr gerne an die Zeit mit diesen Buben und den Jungs zurück. Ja. So, jetzt wisst ihr, wie ich bei der Sanis gelandet bin und wie mein Weg genau gegangen ist. Es ist sicher ein bisschen ungewöhnlicher Weg, weil sehr viele sagen mir immer, hä? Infanterie? Sanis? Weil es ist ja eigentlich so, dass die Infanterie eher ein bisschen gegen die Sanis arbeitet, weil sie findet, ja, blaues Beret. Ich muss aber ehrlich auch sagen, ich habe sehr, sehr, sehr gelitten, als ich mein grünes Beret musste abgeben und dann ein blaues dafür bekommen habe. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass die Sanis eigentlich brutal viel können. Und was die Sanis genau können und was eigentlich ein Sanitätssoldat genau macht, das erkläre ich euch im nächsten Video. Dann sehen wir uns am nächsten Dienstag und das wäre schon wieder der 5. Januar 2016. Tschüss! Check it up!